Integration ist, wenn man sich dort wohlfühlt, wenn man Hilfe bekommt. Ist miteinander essen, ist einander zuhören, ist sich füreinander interessieren. Authentisch und vollkommen sein dürfen, immer und überall. Ja, Integration ist Integration Haus. Seit 1998 leben die Menschen im Caritas Integrationshaus für mehr Begegnung, Hilfe und Toleranz. Ich glaube so, dass da ganz unterschiedliche Typen einen Platz haben, einen Raum auch zum Leben und zur Begegnung. Das macht das Integrationshaus zu etwas ganz Besonderem. Es ist ein Kleinod, wirklich mitten in der Stadt, und die Feste, die hier stattfinden, sind ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man sich mit verschiedenen Kulturen befasst und beschäftigt. Man sieht, wer in Innsbruck alle lebt. Das ist also junge Menschen, ältere Menschen, und das wirklich aus der ganzen Welt, aus allen Erdteilen. Ehrenamtliche arbeiten mit Kindern jeden Nachmittag in der Lernhilfe. Das Angebot für die Kinder aus allen Kulturen ist gratis, aber nie umsonst. Ich persönlich nehme für mich eben mit, dass ich jetzt mit integrieren kann, mit Menschen aus anderen Ländern, kann meine Scheu ablegen, oder, gegenüber anderen, die mir noch fremd sind, oder? Und ich habe das Gefühl, dass ich was Gutes tue, oder? Also das befriedigt mich sehr. Ja, die Atmosphäre ist eine besondere hier, ja. Weil, wie soll ich sagen, wenn ich da reinkomme, oder, und die Leute sind alle so positiv und haben alle ein gutes Gefühl, obwohl sie viele Schicksale haben, es gibt einfach eine ganz gute Stimmung. Viel Liebe und Wertschätzung schenken die zwei Kindergartenpädagoginnen den Kindern in der Mukuki, der multikulturellen Kinderkrippe. Integration ist die Liebe zur Vielfalt, und so wie bei uns in der Kinderkrippe miteinander leben, miteinander feiern, tanzen, lachen, weinen, trösten. Einfach das Leben in seiner Buntheit. Ja, die Atmosphäre ist sehr super, sehr freundlich und sehr familiär. Weil ich bin dort alleine, aber ich habe Mutter, ich habe Vater, ich habe viele Bekannte. Ja. Eines ist für mich auch eine positive Atmosphäre. Beispielsweise, ich komme hier um 10 Uhr jetzt zur Kaffeepause. Ne? Wir reden, wir plaudern oder so. Also für mich speziell jetzt, als bin ich alleine, wichtig, das kann ich kommunizieren mit den Leuten.
In Kroatien, okay, ich bin zu Hause, ich habe Haus, Wochenhaus und so, aber ich bin dort Fremder. Beim Feiern kommen die Leute zusammen, so sagt man bei uns in Tirol. Feste im Integrationshaus öffnen die Türen in die Welt. Die Menschen, die im Integrationshaus eine Heimat finden, bereichern alle, die Begegnung zulassen. Fröhlich und bunt heißen sie uns willkommen. Integration ist Offenheit, Spontanität, Improvisieren. Ist für mich wie ein Experiment sozusagen. Ein Experiment kann glücken oder misslingen. Ja, spielen mehrere Faktoren zusammen und genauso ist Integration. Wenn sich die Leute untereinander gut verstehen, alles harmoniert, dann kann es auch sehr gut funktionieren. Integration ist das der positive Willen für ein gutes Zusammenleben. Integration ist so viel mehr, hier bei uns im Integrationshaus Innsbruck.